Freunde, was geht ab? Heute Kaiserslautern gegen FC Schalke 04. Freunde, geisteskrankes Spiel. Ehrlich, das kann nur ein krankes Spiel werden. Ich würde sagen, die zwei größten Vereine mit den größten Fanbases in der zweiten Bundesliga treffen heute aufeinander auf. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was die Fans heute zu bieten haben. Ich denke mal, Choreo, Pyro, alles, was das Fußballherz begehrt, wird dabei sein. Freunde, viel Spaß mit dem Stadionblock. Freunde, mit Ach und Krach in Kaiserslautern angekommen. Boah, bin so außer Puste. Wir haben 18:10 Uhr, noch 20 Minuten. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich probiere jetzt reinzugehen, ob ich es rechtzeitig schaffe. Das sehen wir dann gleich. Boah, sieht schwierig aus. 20 Minuten, das alles, boah, ich weiß nicht. Freunde, keine Ahnung, wie sie es hinbekommen haben. 8 Minuten noch, auf geht's in den Block 20. Let's go. So, auf geht's. Ich würde sagen, lass mal da reingehen jetzt. Auf geht's. So, Freunde. Überall lauter Fans. Drüben die Schalke-Fans. Unglaublich hier. Schaut euch das an. Hier regiert der FCK. Freunde, hier sind ja nur Schalker-Fans bei mir hier. Sage mal, schaut es euch mal an. Nur Schalker. Halt, aber Schluss. Was macht Lautern da? Aha, aha. Okay, es sieht krass aus. Es sieht richtig geil aus. Hammer. Freunde, die Spieler sind übrigens schon draußen. Und jetzt geht's los mit dem Handshake. Pat, 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 pat. Im Grünen die Ultras drehen komplett durch. Schaut's euch mal an. Wahnsinn. Die Schalker drehen halt komplett durch, ey. Wahnsinn. Krass, echt krass. Eins muss ich sagen, ich habe noch nie so starken Support von der gegnerischen Mannschaft in Lautern erlebt. Das ist Wahnsinn, was hier die Schalke-Fans gerade machen. Unglaublich. Freunde, es wurde angepfiffen. Also Freunde, viel Glück an beide Teams. Und natürlich möchte ich, dass Kaiserslautern heute mit einem Sieg hier aus dem Stadion geht. Schade, schade. Eckball Lautern. Ball. Nee, wird nichts. Okay, Lautern drückt weiter. So, nochmal Freistoß, Lautern. Oh, schade, schade. Und weiter geht's mit dem nächsten Freistoß für Lautern. Freunde, Lautern auf jeden Fall besser in die Partie gestartet. Und Schalke kommt aktuell nur Defensivarbeit. Aber es wurden auch gerade mal 8 Minuten gespielt. Die nächste Freistoßposition für Kaiserslautern. Die machen echt Druck. Und macht das direkt. Geisteskrank, 1-0, 1-0 Lautern, geisteskrank, schaut es euch mal an, die Leute rasten, oh mein Gott. Lautern! Lautern! 1-0! Der Torschütze präsentiert von der Lauerns-Gruppe, dem Olympiapartner, der Roten Teufel. Wahnsinn seid ihr, Wahnsinn! Freunde, was ist denn jetzt los?
Jetzt wird auch noch überprüft, oder was? Ah, Schiri! Nee, nee, ist Tor, ist Tor. Alles gut, 1-0. Was ist hier los? Oh! Lauter drückt, unglaublich, ey! Was machen die heute? Wahnsinn! Boah! Schaut euch die Kurve von Lautern an! Da geht die Post ab, ey! Wahnsinn! Schade! Also Freunde, wenn ich euch ein Stadion empfehlen kann, außer Stuttgart, es ist auf jeden Fall hier das Fritz-Walter Stadion. Das ist geisteskrank, was hier immer für eine Stimmung ist. Ey, kann ich jedem Fußballfan empfehlen, das ist geisteskrank. Und wenn natürlich Schalke noch am Start ist, dann geht ihr komplett in Porsche, ehrlich. Boah, Freunde, einfach abseits. Dachte ich, das ist ein Tor für Schalke. Eieiei. Eckball, Schalke 04. Lauter wieder am Drücken. Schade, schade, schade. Also Schalke kommt überhaupt nicht in Fahrt in der ersten Halbzeit. Schade eigentlich. Ich denke mal, letzter Angriff in der ersten Halbzeit, Eckball, Lautern. Und? Ja, abseits. Also Freunde, erste Halbzeit ist abgepfiffen. 1-0, Kaiserslautern gegen Schalke. Freunde, die erste Halbzeit ist beendet. Ja, 1-0, Lautern in Führung, ich würde sagen, geht auch komplett in Ordnung, weil Lautern macht das Spiel von Schalke, kommt nicht wirklich was. Also, ja, was soll ich sagen, die hatten eine Torschance, das war abseits, Abseits-Tor. Ja, und Schalke, leider, ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Kommt echt nicht so viel. Lautern verdient 1-0 in Führung. Ich bin einfach mal gespannt, was die zweite Halbzeit bringt. Und ja, Freunde, ich würde sagen, viel Spaß damit. Ja, Freunde, die Spieler kommen raus. Schalke ist schon draußen, Lautern kommt gerade raus. Also Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, viel Glück an beide Teams. Natürlich hoffe ich, dass FCK heute gewinnt. Freunde, Top-Support von den Schalker-Fans. Hier geht echt die Post ab. Einfach Respekt an die Leute. Und natürlich drüben die Lauter-Fans auch richtig gut unterwegs. Freunde, der Ex-Stuttgarter Tschulinov gerade eben in die Party reingekommen und direkt aufs Tor geschossen. Was ein krasser Typ, ey. Tschulinov, krasser Typ, ehrlich. Freunde, Schalke spielt ein komplett anderes Spiel in der zweiten Halbzeit. Ja, unglaublich, ey. Das gibt's doch nicht. Alter Mann! Komm, schöne Flanke auf! Schade, schade. Ein unglaubliches Tor, herrlich. Schöne Flanke und dann den so reinzuköpfen, ey. Krass, krass gemacht, sehr geil. Und die Kurve bei den Lautern Ultras geht komplett ab, ey. Wahnsinn.
Schaut es euch an. Unglaublich, ey. 2-1 Lautern. Freunde, fast 50.000 heute. Ich muss aber auch sagen, Freunde, ist echt ein geiles Spiel. Echt. Zweite Halbzeit hat richtig mit Power angefangen. Schalke drückt, Lautern drückt. Genau das habe ich mir erhofft heute, ehrlich. Schaut euch die Kurve von Lautern an. Das ist ja krass, was da los ist, ehrlich. Wahnsinn. Schluss. 3-1 Lautern. Unglaublich. Krass, krass. Wer hätte das erwartet? 3-1 Lautern. Unglaublich. Lautern. 3-0. Also jetzt bebt's da vorne komplett echt. Die kann ja keiner mehr heute aufhalten. Wahnsinn. Das hätte ich ja überhaupt nicht. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, ehrlich. Nach der ersten Halbzeit 1-0, von Schalke kommt nichts. Dann zweite Halbzeit geht los, die drehen komplett auf und dann Lauter macht 4-1. Das ist nicht normal. Oh. Ja, also das ist Wahnsinn, ehrlich. Schau mal, Freunde, die Leute tun mir leid, weil die kommen von keine Ahnung woher. Ein paar hundert Kilometer und ja, sehen halt so eine 4-1-Niederlage von ihrem Team. Ist traurig, aber was soll ich machen? Das ist so krass, was da vorne los ist. Oh Mann, da bebt die komplette Tribüne, ehrlich. Das ist echt hart, Freunde. Das ist echt hart. Damit hat echt keiner gerechnet. Ja, da werden die Schals auch geschwungen. Natürlich sind sie happy über das Ergebnis. Bei 4-1 normal. Ja. Goldos Lauten! Lauten! Freunde, ich melde mich, wenn ich hier komplett raus bin. Also Freunde, ich bin raus aus dem Stadion, rein ins Auto. Und ja, Freunde, es war unglaublich. 4-1 Lautern gegen Schalke 04. Hey, wer hätte das erwartet? Ehrlich, geisteskrank. Also ich muss sagen, geile Stimmung von Schalke, geile Stimmung von Lautern. So stelle ich mir ein Fußballspiel vor. Hat mir mega, mega Spaß gemacht. Und ja, das Spiel selber, erste Halbzeit, ja, bisschen mehr auf Lauterns Seite. Von Schalke kam nicht, zweite Halbzeit, da ging ja richtig die Post ab. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ja, das war schon mit dem Video. Morgen geht's weiter, Stuttgart gegen Leipzig. Und ja, Freunde, ihr wisst Bescheid, lasst ein Abo da, liked das Video, teilt es mit euren Freunden und kommentiert's. Wir sehen uns, macht's gut, ciao.